Noch immer ist Macht unbestreitbar und Gerechtigkeit umstritten. Noch immer staunt Amerika. Noch immer zählt Staatsräson. Ja, noch immer gibt es Visionen. Noch immer wüten falsche Propheten. Wohin noch immer die Sprache nicht reicht. 9/11. Noch immer lauern Blindgänger. Mein Beitrag hier aus dem März des Jahres 2002 ist quasi ein Abschluss, der nochmal sozialwissenschaftlich Auskunft gibt über empirische Wissenschaft, also die Erfassung der Tatsachen nach möglichst objektiven Kriterien der Feststellung, also was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Das sind keine Ideen, keine Vorstellungen, sondern das sind sozusagen empirische Tatsachen, Seinsbindung, Wirklichkeitsrelevanz, darum geht es. Das empirische Erlebnis, das ist der dritte Beitrag hier aus diesem Heft. Das empirische Erlebnis, die Analyse des Massenkommunikationserlebnisses noch immer hinsichtlich des Themas, der Medien und der Werte, wird zu einem empirisch-soziologischen Erlebnis dadurch, dass der Kommunikationsprozess systematisch zerlegt und erfasst wird. Die drei miteinander prozessual in Wechselbeziehung stehenden Komponenten sind die Produzenten, das Werk und die Konsumenten. Sie bilden das Erlebnis. Beinahe wie Täter und Opfer eines Erlebnisses sind die Produzenten der massenpsychologischen Führung der Kriegsbereitschaft durch Information, Fehlinformation, Propaganda und Agitation bezüglich des Attentats am 11.09. der kriegerischen Militäreinsätze. Das Werk sind im Sinne des scharf gefassten Themas die Kommunikationstatsachen, die sich aus den Emissionen der Machenschaften Terror, Krieg, Kommunikation und gebrachten Botschaften, Aussagen und Programme der Akteure in Wechselbeziehung mit dem Verhalten, Reaktionen und Aktionen der Konsumenten. Die Konsumenten sind freie Bürger, Wähler, Bevölkerungen, Opfer, Individuen, Gruppen, Mengen, Massen und miteinander. Hier gilt der Leitsatz des Soziologen Emile Durkheim: Soziales ist aus Sozialem zu begreifen und zu begründen. Darauf zielt die Analyse des Massenkommunikationserlebnisses herauszuarbeiten, wie Produzenten und Konsumenten im Erlebnis soziokulturell zusammenwirken. Denn beide sind, zwar zu ungleichen Teilen, an der Gestaltung des Werkes beteiligt und aufeinander bezogen. Aktivierung, Zustimmung, Ablehnung, Widerstand, Lähmung, Verstärkung, Steuerung, Kritik, Kontrolle, Ideeninput und vieles andere mehr sind die Einwirkungen der Konsumenten im Erlebnis mit dem Werk im Mittelpunkt. Der freie Bürger kommuniziert mitverantwortlich, wenn nicht totalitär willkürliche Krieger herrschen. Das empirische Erlebnis. Hier sind wir als die Öffentlichkeit, denen mitgeteilt wird, Amerika wurde angegriffen, wir schlagen zurück. Dass dieses nicht einfach eine einseitige Mitteilung an uns ist, sondern die Art, wie wir als Öffentlichkeit, dieses Aufnehmen und damit umgehen, macht uns zu Mitgestaltern der Zukunft, zu Mitverantwortlichen. Unsere Mitwirkung im Kriegserlebnis, in diesem Fall, ist das, was wir nicht von uns wegschieben können, und es ist nicht damit getan, dass wir Bush oder Rumsfeld oder Bin Laden beschuldigen für den Krieg, sondern für uns ist vor allen Dingen wichtig, was sind wir dabei. Und zunächst haben wir uns also diesen Einsichten
Es ist eben soziologische Bildung zu stellen, um unsere Mitwirkungsmöglichkeiten auch erkennen zu können. So, schönen Dank hier für die Aufmerksamkeit.